Was hast du denn da derweil eigentlich? Irgendeinen geilen Helm und eine Tarnungsrucksack, eine M4 mit allem drumherum und eine geile Gasmaske. Dran, ja. Ja, cool. Du hast auch eine Gasmaske für Arme. Ja, was bringt das eigentlich? Also hat das irgendeinen Sinn? Ich weiß es nicht. Achso, okay. Also ich denke, die Gasmaske wird irgendwann Sinn haben, dass du dann, was weiß ich, irgendwie Smokes oder was weiß ich, was man dann schmeißen kann. Ne, Smokes bringt dann nichts, aber sowas wie, keine Ahnung, wird sich ja immer mal geben, so Nervengasgranaten oder was. Nervengas. Oder nervige Gasgranaten wohl eher. Aber ich find's auch im Moment noch ein bisschen komisch, dass man sich an die Zombies zum Beispiel gar nicht infizieren kann. Ja, das also, war schon immer so ein bisschen seltsam, aber ich weiß halt nicht, ja. Also, so schwierig das Spiel dadurch werden würde, aber es hätte auch was. Ja. Ja, wobei, das war ja dann relativ spät bei der Mod jetzt. Da gab's das, dass du dich dann wirklich bei jedem zweiten Schlag infiziert hast und Aspirin. Erstmal Aspirin nehmen. Aspirin nicht, Antibiotika war einfach mal mega selten und das hat echt das ganze Spiel tierisch nervig gemacht. Ja, also man muss nervig. Da irgendwie ein Gleichgewicht finden, denke ich. Leicht nervig, ja. Da hat man wirklich mehr Antibiotika genommen als so manches Mastschwein in so einer Runde mit Daisy. wo seid ihr denn gerade? Nicht, dass ihr wir sind gleich oben erschießen wollt. Bei dem Türmchen. Türmchen? Bei dem Türmchen. Ah, okay. Ja, dann komm doch dahin, Lars. Ja, mach ich. Ich komm jetzt dahin. Ja, alles klar. Dann treffen wir uns da. Lars? Hä? Kommt doch eben dahin. Oh, ich kann auch die Zeit nutzen, um meinen Pegel ein bisschen hochzusetzen. Warte mal kurz. Moment! Ja, mit Alkohol, weißt du. Achso, ich wollte gerade sagen. Daran habe ich gar nicht gedacht. Nee, war auch Quatsch. Ah, gehst du spazieren? Ja. Ist halt ein Berg, ne? Da kann man nicht so schnell. Der Trick ist schräg gehen. Ah, alles klar. Das ist der Trick. Das ist der Trick. Klappt ja super. Das ist der uralte Trapper-Trick. Ja, aber so richtig lange klappt das nicht. Du musst halt immer wieder links und rechts. So. Wie ist das jetzt? Hört ihr mich besser? Ist da irgendwas verändert? Hallo? Ja, klingt ganz gut. Jetzt hören wir dich auf jeden Fall lauter, aber ob wir dich jetzt besser hören am Ende, müssen wir mal gucken. Darfst halt am Ende nicht abfallen mit der Stimme. Also irgendwie klappt das mit diesem Links- und Rechtslaufen nicht. Nur Fragen stellen, weil am Ende einer Frage die Stimme ja nach oben. Ich komme euch jetzt entgegen. Oh Mann. Beförderung. Ich glaube, jetzt muss ich dich nachher nochmal ein bisschen lauter machen. So. Also irgendwie hört sie immer mal auf. Oh, der Zombie macht Hasengeräusche. Der Hase macht Zombie-Geräusche. Guck mal, jetzt haben wir hier unseren... Wie hieß der denn vorhin? Also unser Disconnector. Achso, hier. Captain, Tontaubenschießer oder wie? Ja, irgendwas mit Tontaube, genau. So, ich bin jetzt endlich bei dem Berg hoch. Wo steckst du? Ich bin hier bei dem Gebäude. Ach, da ist klar. Also, da bist du ja auch. Du bist auch echt schwer zu sehen, ey. Mir muss gleich jemand mal Kochsalz geben. Also, wir müssen ja gar nichts, ne? Ja, genau. An den Militärplatz, da habe ich ganz, ganz schlechte Erinnerungen. Echt? Ja, in der ersten Hangarhalle von uns aus wurde ich mal so richtig weggekillt. Also so richtig, richtig. Sehe ich euch denn nicht? Ach, ich sehe dich. Rechts, 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 hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ah. Ja, rechts noch ein bisschen rechtser, noch ein bisschen rechtser. Rechts. Wird wärmer. Alles klar. Hi. Ein herzlicher... Fuck you, Finger. Juhu. So. Nicht von der Dame. Oh, Entschuldigung. Du siehst aus wie eine Ärztin. Ja. Oder so. Bin doch eine. Ja. Hab nur keine Kochsalzlösung, also fang nicht an zu schnorren. Ich hab die. Achso.
Vielleicht sollten wir zumindest eben in die Tannen gehen. Na gut. Abgemacht. Ich bin so schlau. Ich bin am Airfield. Welchem? Weiß ich nicht. Ich bin am Airfield. Ja, das muss so. Das eigentlich sein. Kurz stehen bleiben. Ganz kurz. Leg mal eben kurz hier was auf den Boden. Ja, und ich mach mal ganz kurzen Break und dreh Lars mal eben laut. Eine Sekunde. So, alles klar. Ich muss irgendwas machen, habe ich gehört. Ja. Ja. Du kannst jetzt mal die Kochsalzlösung aufnehmen, die da vor dir liegt. Ganz steril im Moos. Moment, ich fasse eben mit meinen dreckigen Händen an. Dann tust du dir in deine Quickleiste. So, die ist übrigens auch dreckig, die Quickleiste. Ja, jetzt nimm sie doch hier. Genau, und dann musst du mich irgendwie anschauen irgendwie und dann musst du mir das verabreichen. Ja. Na, jetzt Ego hier. Hallo? Geht nicht? Du hast die noch nicht in der Hand, du musst die in die Hand nehmen. Ich eigentlich schon. Echt? Steh mal auf, bitte. Also es steht bei mir als Handgelumpe. Normalerweise sieht man das ja, wenn du das in der Hand hast. Also ich sehe es bei ihm. Ich zieh's vielleicht nochmal eben rein, aber der Server leckt gerade auch. Okay. Mal was Neues. Ja. Vielleicht hast du doch einfach zu viel an, zieh dich doch mal aus. Kannst deine Waffe hier hinlegen. Ja, das hätte sie wohl gerne. Ich pass drauf auf. Daran sollte es eigentlich nicht liegen. Vielleicht brauchst du ja auch ein Infusionskit. Wie war das denn, Hendrik, als du das gemacht hast? Ja, hier ist ja halt auch nichts dran, ne? Also das ist so, tatsächlich wichtig. Erst so eine Nadel. Ah, okay, warte, das hole ich mal eben aus meinem Dings hier, aus meinem. Das musst du dann zusammenbauen und dann kannst du. Ja, mach ich. So, dann steck die Nadel einfach hier kurz in die Erde rein, ich zieh's dann raus. Ich steck die Nadel in die Erde. Wie heißt denn das? Nur die Nadel oder auch ein. Wie war das, Hendrik? Braucht man da eine Spritze oder so ein ganzes IV? Gibt das so ein Infusionspack oder irgendwie sowas, ne? Ja, und danach braucht man noch ein Dino-Pflaster. Okay, habe ich hingelegt. Das Dino-Pflaster. Achso, ganz wichtig. Ist klar. Wo ist es? Du. Da jetzt irgendwo. Create. Ah, so geht. Wir baracken da bei dem Airfield? Weil ich glaube, ich verhungere hier und verduste hier ernsthaft gleich. Ja, aber ich aber muss ein bisschen suchen. Jetzt, ich glaube, Nordwest und dann da bei den Hangars. So, ich jachte den Scheiß mal rein. Bei den Hangars Sauber. Ist doch auch eine Feuerwache. Ja, da war ich schon drin, da ist nichts. Ja, so nichts zu essen zumindest. Auf der gleichen Seite weitergehen, dann kommt da gleich im Waldstück. Großartig. Baracke. Klassische Baracke. Wieder Farbe. Ja. Schön, dann habe ich auch wieder was gelernt. Ungefähr der beste Moment in DayZ, wenn du dann ganz ja, das ist wirklich so wie gespielt hast und auf einmal ja. Also, wir können dir jetzt noch ein Zielfernrohr besorgen da unten. Wo hast du das hingelegt? Naja, in eins von den hinteren Gebäuden. Ich glaube in das hinterste, ehrlich gesagt. Oh, scheiße. Aber es ist auch keiner da, zumindest war keiner da, als ich da war. Also. Ja, weil der Server ist proppenvoll, ne? Pennvoll. Leider. Ich habe das Gefühl, die kloppen sich um andere Orte auf der Map. Nicht mehr um dies hier. Ja, die meisten spawnen ja auch in Küstennähe, ne? Also. Ja, das sowieso, aber ich meine auch da, wo man so hinwandert. Ich glaube, das sind eher jetzt die neuen Militärlager und die größeren Inlandsstädte und so. Normalerweise war es eigentlich sonst so, also zumindest bei mir jetzt, irgendwie Kompass, Dose trinken, Dose essen und eine Axt am besten und dann nach Starry. Aber das ist ja jetzt einfach nicht mehr. Ja. Da gibt's ja nichts mehr. Ja. So, wo sind denn die überall Baracken? Sind hinter den Hangarhallen noch welche oder was? Nee, Baracken gibt's da nicht. Es gibt nur diese drei Gebäude, die da sonst noch so sind. Ach so. Und die habt ihr jetzt alle leer geräumt? Ja, mehr oder weniger. Wisst ihr eigentlich, ob Sachen respawnen? Soweit ich weiß, nicht. Also, nicht solange der Server nicht neu startet. Achso, okay. Aber ich weiß es nicht genau. So, und jetzt pirscht man sich hier so geil an, oder wie? Ja, eigentlich. Henrik, du hast doch einen Arcock, oder? Ja. Noch ein bisschen ausspähen? Ich hab einen klassischen Arcock.
Oh. Ey, komm, sorry, aber das, ja, das war eine gute Vorlage, das hast du schon recht. Ja, eigentlich ist es mega gefährlich, was wir gerade machen, weil von hinten jetzt im Grunde genommen kommt man ja, wenn man aus Berenzino kommt. Ja. Also am besten kann man eigentlich immer andersrum, aber ich weiß auch nicht, warum wir heute so... Heute spielen wir einfach mal Kacke. Suizidal unterwegs sind. Ja, ist okay. Wo seid ihr eigentlich? Ich bin fast am Airfield jetzt, also fast auf der Piste. Okay, ich robb hier gerade mal so geil lang, aber... Hendrik, weißt du noch, wie wir hier das zwei Flugzeuge gecrashed haben? Ja, weiß ich noch. Es gab Flugzeuge? Nein, ja, in der Mod schon. Krass. Helikopter, wird's, alles. Wird's auch wieder geben. Boah, es wird denn dann noch richtig krass, das Spiel. Ja. Ich finde das jetzt schon so aufregend und so. Also ich finde, das ist so ein Nervenkitzel-Spiel, weil du einfach jede Sekunde sterben kannst. Ja. Das Dumme ist nur, dass die Zombies keine Bedrohung sind, bislang. Ja. Ein bisschen schade. Du wirst lachen, ich werde gerade von einem zerlegt hier. Echt jetzt, oder was? Ja, der so ein bisschen im Boden gebackt ist und ich den deswegen nicht treffen konnte. Gebackt, oder was? Das heißt gebacken. Er ist gebacken. So, also ich bin an der Landebahn. Okay, cool. Ich bin, zeig mich jetzt mal. Es kann aber nicht sein, dass wir jetzt wie ich... Wie lange haben wir jetzt gespielt und wir haben nicht einmal jemand anders gesehen? Das gibt's doch gar nicht. Ja, aber dieses Phänomen, das hatten wir ja schon mal, Hendrik. Also... Freunde, ich sehe euch nicht mehr. Mit einem Lande. Ja, ich stehe quasi... dumm auf der Landebahn rum. Ach, da drüben läuft einer von euch, glaube ich. Mitten auf dem Feld. Dann brauche ich gar nicht so heimlich tun hier, wenn ihr da frei rumrennt. Ja, halt nicht schlau, aber ich glaube im Moment ist es auch einfach nicht so schlimm. Wie viele Schuss hat man eigentlich in dieser Mosin? In ein? Nee, ich glaube 5 oder 10, ich bin mir nicht sicher. Mal gucken, wenn du... Fernglas, ey. Wenn du die reinlädst, wie viel dann weggehen von deiner Munition? Ja. Ich bin hier gerade echt nervös, ey. Weil ich genau hier vorne schon weggeschossen worden bin. Hä? Das da hinter uns ist, Henrik, oder? Hoffe ich stark. Henrik, wo stickst du gerade? Achso, ich schleife mich gerade an. An der Hangehalle da, ne? Ja, warte, er wird mich gleich erkennen. Jo, das bin ich. Ja. Nun denn? Ich finde, hier hätten sie ruhig ein bisschen mehr rausmachen können. Also, ja, ist das noch ist so tierisch recht langweilig. Das ist echt schade. Also ich hatte gehofft, dass sie hier ein bisschen mehr gemacht haben. Sehr vor allem auf der Karte ist das halt riesig, ne? Also, wenn man sich das mal auf so Internetkarten anguckt oder so. Ist ja auch riesig, aber... Und zumindest diese... War das Epoch oder war das, welche, die andere Maut, die wir gespielt haben? Ich glaube, Day Zero war das. Hier hinten, ja, Day Zero, wo hier hinten dieses coole Lager. Das war so cool, ja. Also, am besten mal kurz in dieses Gebäude rein. Irgendwo habe ich das Ding dann abgelegt. Ich glaube oben. Da Treppe rauf. Ist auch ein sehr großer Rucksack, falls du den noch brauchst. Oh ja, unbedingt. Wo bist du? Ja, hier liegt die Mosin. Ah ja, gut. Also da kannst du dir zumindest schon mal das Zielfernrohr abbauen. Und noch ein paar Schuss mitnehmen. Also ein. Und ich habe auch noch mehr davon, glaube ich. Wo sind diese in den Paketen, ne? Ja, und wenn sie lose sind, dann sind das so lange Patronen. Ja, dann habe ich noch 4 Pakete davon. Oh, ich habe auch echt viele, muss ich sagen. Echt? Ich lege es hier trotzdem noch mal eben hin. Kann ich die jetzt noch reinladen oder hat er schon voll? Die wollen nicht spawnen.
Jemand ein Stück Papier dabei? Nee, ne? Nee, willst du eine Notiz hinterlassen? Ja. Sowas wie, wir waren hier an. Alter, wie viel Munition ich jetzt habe, das ist einfach der Hammer. Danke. Dafür kannst du wahrscheinlich niemals verschießen. Nee. Das Geile ist, wie du sammelst und bist mega geil ausgerüstet und am Ende entweder du verdurstest, oder du glitscht. Oder du stirbst eben durch andere, oder du, also ich bin einfach erschossen, hast nie einen Schuss abgegeben. Ja, kann passieren. Jetzt liegt hier natürlich halt noch so ein Revolver rum. Ja, dann nimm dir den doch, ich habe dafür noch Munition. Ach cool, ich schmeiß jetzt einfach mal diese ganze Kackmuni weg. Das Bajonett, kann man das noch irgendwo dran bauen, außer an die Mosin? Nee, an die M4. Ich glaube, ich würde mir das tatsächlich wieder nehmen. Achso, ich hab noch eins. Welches Bajonett hast du? M9 oder welches? Oh Gott, ich gucke. Das ist lange. Geil, da habe ich ein Schwein. M9, ja. M9-1. Okay, so eins habe ich auch, aber das kann man nur an die M4 bauen. Ich habe einen Toten gefunden, der komplett ausgerüstet ist und jetzt trinken und essen und alles für mich dabei hat. EZ. EZ.